und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Tag 3 mit dem Skipass. Ich habe Muskelkater, das so ist, aber egal. Es geht weiter. Fühlt sich auf jeden Fall an, als hätte ich morgen so eine Oberschenkel, so einen Muskelkater, wie ich habe. Schade, dass es nicht so schnell geht, aber gut. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie. Schön, dass du zu diesem Kanal gefunden hast. Falls du wieder dabei bist, freut mich, dich wieder zu sehen. Ungelogen. Ich habe hier ein Stechen in den Waden. Das zieht sich an der Seite hier hoch bis hier hinten. Oh, das ist echt ziemlich ekelhaft. Ich gehe jetzt noch ins Bad Zähne putzen. Dann kommt wieder dieser elende Anziehprozess. Heute ist, glaube ich, nicht ganz so kalt oben auf dem Berg. Ich glaube, ich ziehe trotzdem alles an, weil ausziehen kann man immer. Rucksack haben wir ja sowieso mit. So, wir haben heute 20 Minuten circa am Lift gestanden. Das war unten ganz schön heftig. Aber jetzt sind wir oben, jetzt geht's los. Ich habe die Schraube von der GoPro vergessen, um die am Helm festzumachen. Deswegen steckt meine Kamera jetzt irgendwie in meiner Jacke. Und damit ich die nicht verliere, habe ich das Kameraband um den Hals. Und ich hoffe, dass ich heute so ein paar coole Pistenaufnahmen für euch kriege. Okay. Ich komme nicht vom Fleck. Muskelkater und Flieg. Pause. Wir sind mittlerweile auch wieder fast 3 Stunden hier oben. Und wisst ihr, woran ihr erkennt, dass ihr ein Lauch seid? Dass wenn ihr nach 3 Stunden Skifahren schon Schmerzen des Todes in den Oberschenkeln habt, das ist echt nicht lustig. Mittag. Hier unten ist Ischgl. Und das ist die Karte von dem kompletten Skigebiet. Das ist einfach riesengroß. Und wir haben bei Weitem echt immer noch nicht alles gesehen. Wir sind heute früh, das ist unser Lift, mit dem sind wir heute früh hoch und wir gondeln meistens hier in diesem Gebiet rum. Auf die Schweizer Seite sind wir noch gar nicht großartig gefahren. Das wollen wir morgen mal gucken. Aber das Problem ist halt, meine Kondition ist leider auch irgendwie begrenzt. Genau, und im Moment sind wir von Ischgl, sind wir in den Lift gestiegen, weil wir wieder eine komplette Talabfahrt gemacht haben. In diesen Lift und sitzen jetzt hier in diesem Restaurant auf 2624 Metern Höhe und essen Mittag. Seht ihr das? Diese Piste da hinten? Es ist jetzt ungefähr 13.30 Uhr und die ist schon derbe zerfahren. Ist dann echt anstrengend, wenn die Pisten so aussehen. Und deswegen fahre ich dann meistens auch schon lieber die roten Pisten, die sind dann zwar steiler, aber die sind noch glatt. Da fahren nicht so viele Leute lang. Weiter geht's. Oh,
Schmerz das nach, ey. Husch. Danke. So. Ich bin wieder umgekippt, ich glaub's nicht. Wie tief der Schnee hier einfach mal ist. Geh mal bitte in die Sonne damit. Ja. Wahnsinn. Weg ist das Stöckchen. Wenn ich nicht mehr rauskomme, musst du mich rausziehen. Blendet. Ich bleib hier eine Weile, ne? Guckt euch das mal an. Da unten ist ein Kissen. Jetzt? Ne, wann fährt wieder jemand? Jetzt fährt keiner mehr. Doch, jetzt. Jetzt. Die Kleine da. Zack. Skier verloren. Lustig sieht's ja aus. Von da oben kamen wir. Es ist vielleicht 2:30. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen bei der Après-Ski-Hütte dorthin setzen, weil meine Kraft geht langsam zur Neige. Und entspannen, ein bisschen Musik hören. Und danach geht es dann zur Talabfahrt. Irgendwie bin ich bei sowas immer die Einzige, die keinen Alkohol trinkt und sich dann über die ganzen betrunkenen Menschen amüsiert. Das ist voll lustig. Ich trinke generell sehr wenig Alkohol, weil ich super dicht bin und deswegen, das macht keinen Spaß. Ich beobachte lieber die betrunkenen Menschen. Letzte Talabfahrt für heute. Sweet Caroline. Funktioniert. Ich will da lang. Diese scheiß steile. Wuhu, ist das steil. Oh, nerv mich, wird zu steil. Stress nicht. Fast ins Höschen gemacht.
So, wir sind wieder im Hotel angekommen. Knochen sind noch alle heile für heute. Ich hoffe, das bleibt die nächsten beiden Tage auch noch so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Däumchen hoch oder einen Kommentar könnt ihr auch da lassen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, könnt ihr den Kanal auch abonnieren. Das ist kostenlos, kostet euch nichts und ihr verpasst die nächsten Vlogs nicht mehr. Würde mich außerdem sehr unterstützen und auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.